Es gibt einige tolle Seiten zu diesem Thema, zum Beispiel auch leaky.com. Da erfahren Sie mehr über die Familie Leaky. Und wir haben auf unserem Online-Angebot planet-wissen.de natürlich auch einen großen Bereich über Afrika, Wiege der Menschheit oder hier die Entstehung des ostafrikanischen Grabens, also die Menschheitsgeschichte. Und der Sonderservice Planet Schule bietet Ihnen noch mal an, den Film, aus dem wir schon viele Ausschnitte heute gesehen haben, mit unserem Gast sich noch mal in Ruhe zu Hause anzuschauen. Und da gibt es auch noch einen ganz großen Abschnitt über den Inhalt der Sendung, alles das, was wir hier heute behandelt haben. Wie gesagt, Planet Schule oder auch planet-wissen.de und kurz und kompakt noch Videotextseite 396. Tja, also man sieht auf jeden Fall, wenn man etwas über unsere Vorfahren erfahren möchte, dann darf man nicht zu Hause sitzen und Däumchen drehen, sondern man muss eben weit reisen. In Ihrem Fall ist es immer wieder Afrika das Ziel. Wo sind Sie da am meisten unterwegs? Wo lohnt es sich vor allem am meisten? Komplett über den afrikanischen Graben verteilt. Und momentan arbeite ich in Nordmalawi, ein kleines Land im südlichen Afrika, und in Äthiopien. Und da bin ich jetzt auch bald wieder hin unterwegs. Mhm. Ja. Solche Reisen sind ja sicherlich nicht ungefährlich. Haben Sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Malawi ist toll, Nordmalawi ist toll. Das sind sehr friedliche Stämme. In Äthiopien hatten wir Anfang 2000 ziemliche Probleme mit sich bekriegenden Somali-Clans. Da gab es Schießereien und da mussten wir die Field-Season abbrechen. Mhm. Das war also nicht witzig. Bis auf solche, sag ich mal, Fäden, wie sehen da die Regierung grundsätzlich die Forschungsbemühungen? Werden sie unterstützt? Haben sie es besonders schwer? Primär sind die Länder stolz auf ihr Natural Heritage. Gerade die Äthiopier wissen das mit den berühmtesten hominiden Fossilien der Welt. Wir sehen es hier, Lucy kommt aus Äthiopien. Die Kenianer wissen ganz genau, was sie haben. Die haben gigantische Tresurräume mit den tollen hominiden Fossilien. Das heißt, da hocken sie schon gut drauf. Und es ist aber heute schwieriger, an diese Fossilien zu kommen als früher, weil sie mittlerweile immer mehr schätzen, die Wissenschaftler haben einen Fokus. Und was schon mal gut ist, eigentlich gehen die Fossilien nicht außer Landes. Mit Ausnahme von Lucy, und das gab einen riesen Tohuwabohu. Lucy ist im Moment in Amerika unterwegs, in den Vereinigten Staaten. Sie ist auf einer jahrelangen Tournee um die Welt. Und die erste Station war Houston, Texas. Und im Moment ist sie meines Erachtens in Seattle, im Bundesstaat Washington. Das war aber ein Affront, weil viele Wissenschaftler mit Recht gesagt haben, wie kann man Lucy in ein anderes Museum schicken? Wenn die zerstört wird, verloren geht, gestohlen wird, dann ist für immer das Andenken weg, weil sie ist einmalig. Ne? Und naja. Warum müssen Sie denn ausgerechnet diese gefährlichen Länder, frage ich mich gerade. Ich meine, gibt es da einen Grund, dass man dort vielleicht mehr findet als anderswo? Ja, es gibt diesen afrikanischen Graben. Der afrikanische Graben, der zieht sich mehr oder minder von Äthiopien über Kenia, Tansania, Malawi und endet im Mosambik, im Indischen Ozean. Und den können Sie wie ein Reißverschluss von oben aufziehen, von Norden und nach Süden aufmachen. Der älteste Teil ist im Norden, den ziehen Sie auf den Reißverschluss, wie ein Reißverschluss von der Hose, und im Süden ist er am jüngsten. Und in diesem Graben, da findet man die Fossilien. Und der Vorteil, oder warum wir da arbeiten, ist ganz einfach darin, sie gehen über die Oberfläche und die Oberfläche, die sie begehen, ist 3, 4, 5, 6 Millionen Jahre alt. Das heißt, die Fossilien liegen in der Oberfläche und sie picken sie runter. Ein Eldorado. Ja, das glaube ich. Ein Eldorado, ja. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viele tolle Funde dort machen und mit spektakulären Ergebnissen wieder zu uns in die Sendung kommen. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Planet Wissen.